Moin aus der Maisernte. Wir haben ja schon viel zum Thema Silomais gehört. Heute sitze ich allerdings auf dem Drescher und zwar geht es heute um CCM. CCM steht ja für Kornkopfmix und wird in der Schweinefütterung eingesetzt und auch siliert. Und wie das Ganze funktioniert mit der Ernte, erkläre ich euch jetzt hier im Video. Kornkopfmix heißt übersetzt Kornspindelgemisch. Es wird also der ganze Kolben oder Lischblätter, aber mit Körnern und Spindelanteilen geerntet. Dieses Gemisch wird fein zermahlen und nach dem Silierprozess als energiereiche Komponente in der Schweinefütterung eingesetzt, ist aber auch als Rindermastfutter geeignet und wird auch manchmal als Kraftfutterkomponente für Milchkühe eingesetzt. Heutzutage wird nur noch ein geringer Anteil der Spindel verwertet, da er zwar Rohfaser liefert, damit jedoch auch gleichzeitig die Energiedichte im Futter abnimmt und andere Rohfaserkomponenten sich als physiologisch wertvoller herausgestellt haben. Schauen wir uns nun also mal an, wie die Ernte funktioniert. Die Maiskolben werden zunächst von einem umgerüsteten Mähdrescher mit einem Vorsatz, auch Maisgebiss genannt, gepflückt und über den Förderschacht der Dreschtrommel zugeführt. Durch die Trommel werden die Maiskolben in den Dreschspalt eingezogen und in kleine Stücke zerbrochen. Kleinere Spindelstücke fallen mit den Maiskörnern zwischen den Sieben des Dreschkorbs hindurch und gelangen über den Stufenboden zur Reinigung. Größere Spindelteile und Lischblätter, also die Blätter, die den Maiskolben umhüllen, werden über den Schüttler aus der Maschine zurück aufs Feld befördert. Ebenso verbleibt das restliche Maisstroh, also Stängel und Blätter, in grob zerkleinerter Form auf dem Acker. Die gedroschenen Körner und Teile der Spindel landen im Korntank. Ist der Korntank voll, wird das Erntegut auf einen Überladewagen abgetankt. Dieser befördert das Erntegut dann zu einer CCM-Mühle, die am Feldrand steht. Sie kann aber auch am Fahrsilo platziert werden und das Stroh direkt ins Fahrsilo überladen. In unserem Falle wird die Mühle am Feldrand beschickt, die übrigens über die Zapfwelle eines Schleppers angetrieben wird. Spindelanteile und Körner werden hier fein zermahlen und dann auf einen weiteren Überladewagen befördert. In der Mühle wird außerdem auch ein Siliermittel zudosiert, was bei der Silomaisernte üblicherweise direkt am Häcksler passiert. Diese Siliermittel enthalten vor allem Milchsäurebakterien, die unter anaeroben Bedingungen, also unter Sauerstoffabschluss, Zucker zu Milchsäure umwandeln. Das ist der eigentliche Silierprozess. Das Erntegut wird dadurch haltbar gemacht. Das vermahlende Erntegut wird dann zur Hofstelle gefahren und ins Fahrsilo abgekippt. Dieses wird dann wie bei der Maissilage ebenfalls festgefahren, also verdichtet und ohne Lufteinschlüsse mit Silofolie abgedeckt, sodass der Siliervorgang schnell einsetzen kann.